Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie hier zu einem nächsten Video in unserem Thema zur Topographie des Abdomens. Wir haben in den letzten Videos haben wir uns mit diversen Nischen, Taschen und Bändern im Abdomen beschäftigt. Und jetzt werden wir uns in den nächsten Videos etwas zu den wichtigsten Leitungsbahnen anschauen. Das wäre also das Kapitel 16.3 in unserer Auflistung. Zuerst wollen wir uns mal mit der Aorta beschäftigen. Und zwar schauen wir da einfach mal alle großen Stämme an, alle großen Gefäße, also nicht nur alle großen Gefäße, einer ist ein Stamm, welche da aus der Aorta entspringen. Also da geht es um die Astfolge. Also das ist nur die Bauchaorta, die wir anschauen werden, also die Aorta abdominalis. Ich habe da hier... Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, gut genug sehen. Also hier schauen wir auf das Skelett drauf von vorne. Sie sehen hier eigentlich das Zwerchfell. Also ich habe hier noch so das Diaphragma reingemacht. Und die Aorta, ja, das wissen Sie, die entspringt ja... Die kommt ja aus dem linken Herzen, dann macht sie so einen Bogen nach hinten und geht dann als Aorta thoracica, geht sie nach caudal und kommt dann da im Zwerchfellsschlitz, also im Aortenschlitz des Zwerchfells, erscheint sie da im Abdomen und dann geht sie nach unten und etwa auf der Höhe des vierten, fünften Lendenwirbels teilt sie sich auf. Man spricht da von der Bifurkation. Also eine Bifurkation ist eine Aufteilung in die Iliaca communis sinistra und dextra. Und wenn wir das etwas drehen, dann sehen Sie hier eigentlich mal sehr schön, wie das dreidimensional aussieht. Oder wenn wir das von ventral auf einer Abbildung anschauen, hat man ja immer das Gefühl, die Iliaca, die geht da in der gleichen Ebene weiter wie die Aorta, aber die schmiegt sich da an diese Krümmung der Wirbelsäule an, geht also auch nach hinten. Und jetzt, wenn wir da etwas näher hineingehen, oder ich lasse das vielleicht am besten mal gedreht, dann sehen Sie hier überall sind so Abgangsstellen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie diese Gefäße heißen. Also wir schauen uns das Stück an, was wir hier haben, vom Beginn der Aorta abdominalis bis zu ihrer Bifurkation. Also wir haben da die Aorta. Abdominalis und die beginnt im Aortenschlitz des Diaphragmas und dann geht sie eigentlich eben nach caudal, nach unten bis zu ihrer Bifurkation. Also das ist die Bifurcatio auf Lateinisch oder halt Bifurkation eingedeutscht. Und das ist ungefähr auf der Höhe des vierten, fünften Lendenwirbels. Oder wenn wir es auf die Körperoberfläche projizieren, ist das hinter dem Umbilicus. Also wenn Sie vom Nabel her nach innen bogen quasi, dann würden Sie irgendwann mal auf diese Bifurkation stoßen.
Die Bifurkation, das haben wir auch gesehen, die teilt sich dann ein. Ja, Moment, ich muss schnell den Hund reinlassen. Also Entschuldigung für diesen Unterbruch. Also die Bifurkation, das haben wir gerade gesehen, die teilt sich ja dann auf in die Iliaca communis. Da gibt es eine linke und eine rechte davon. Da können wir darauf verzichten, die noch extra anzuschreiben. Aber was wir dann auch schon mal gesehen haben, ist, dass sich die Iliaca communis dann einerseits in die Iliaca interna aufteilt. Das ist jetzt Repetition. Und die versorgt uns ja die Geschlechts- und Ausscheidungsorgane im Becken. Und dann aber auch im Prinzip so die Haut und die Muskulatur rund um das Becken, sei es die, also außen am Becken, sei es die Gesäßmuskulatur und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch Äste aus der Iliaca interna, welche uns die Adduktoren versorgen. Die Adduktoren, die sind medial am Oberschenkel. Das ist eine recht große Muskelgruppe und die dient dazu, dass sie die Beine zur Körpermitte bringen können. Also wenn Sie die Knie zusammenpressen, dann brauchen Sie im Prinzip die Adduktoren. Also aus dieser Arteria iliaca kommen insgesamt 12 Äste, die da eben zuständig für die Versorgung dieser Organe sind, plus die Haut und die Muskulatur rund um das Becken. Plus die Adduktoren. So. Ja, und dann kommt ja nicht nur die Iliaca interna aus der Iliaca communis, sondern auch noch die Iliaca externa. Entschuldigung. Das ist hier. Und die versorgt dann die Hüftbeugemuskulatur, die läuft also innen über das Hüftgelenk drüber, sind sehr große, kräftige Muskeln. Dann wird der Cremaster versorgt mit Ästen aus der Iliaca externa. Und dann halt noch die Labien und das Skrotum. Plus Teile, sagen wir mal, der unteren Bauchdecke, also der kaudalen Bauchdecke. Gut, also das einfach so ein bisschen als Repetition. Wir werden uns aber schwerpunktmäßig jetzt mit den sogenannten Eingeweideästen beschäftigen. Und das sind, wie gesagt, diese Äste, die zwischen dem Aortenschlitz und der Bifurkation aus der Aorta abdominalis entspringen. Gut. Dazu haben Sie ein Arbeitsblatt erhalten. Und zwar hat das den Dateinamen Topo ABD 22. Und da schauen wir im Prinzip von vorne her jetzt auf die Aorta und so weiter drauf. Das ist, wir stellen jetzt einfach mal alle diese Äste hier als Übersicht zusammen und werden die dann so noch in Gruppen etwas genauer anschauen. Es tut mir leid, wenn das vielleicht etwas ganz, ganz eng ist, diese Abbildung und so weiter. Aber das war die einzige Abbildung. Also ich musste das selber machen, weil ich habe eigentlich nichts gefunden, was für unsere Bedürfnisse passt.
Und es kann sein, dass das zum Teil etwas schwierig zum Identifizieren ist, aber jetzt geht es einfach mal darum, dass wir hier die Äste kennenlernen, eben dass Sie dann halt vielleicht mal eine Arteria mesenterica inferior da unten denken und nicht irgendwo da oben und so weiter. Also es geht jetzt einfach mal um die Begrifflichkeiten. Gut, ich glaube, ich nehme das hier mal auch so quer. Also wenn wir da die erste Arterie anschauen, die direkt nach dem Aortenschlitz aus der Aorta entspringt, ist das die Arteria phrenica. Und die versorgt uns dann das Diaphragma. Ich habe Ihnen da hier einfach die entsprechenden Organe angeschrieben, welche von den Arterien versorgt werden. Sie müssen einfach den Namen der Arterien kennen. Gut. Also zwei kleine paarige Arterien, die von unten her ans Diaphragma kommen und das versorgen. Dann haben wir hier die Nummer 2, ist der Truncus coeliacus. Truncus heißt ja Stamm und einen Stamm haben wir immer dann, wenn sich ein Gefäß in drei oder mehrere Äste aufteilt. Und aus diesem Truncus coeliacus kommen dann drei große wichtige Äste, welche die Oberbauchorgane versorgen. Aber das sehen wir dann auch etwas später. Nachher haben wir als Nummer 3 die Arteria suprarenalis. Supra heißt ja darüber oder oberhalb. Das ist also die Arterie, welche die Nebennieren versorgt. Und die Nebennieren, die liegen ja oberhalb der Nieren, sind endokrinologisch aktive Organe. Dann haben wir hier die Nummer 4, das ist die Arteria mesenterica superior. Die ist dann hauptsächlich für die Versorgung des Dünndarms und des Kolons zuständig. Da können Sie, wenn Sie wollen, hier noch so eine Klammer machen, dass das nicht missverständlich wird. Das ist eine ganz wichtige Arterie im Abdomen. Dann haben wir als nächstes die Nummer 5. Ja, hier wird es jetzt etwas knifflig und schwierig, aber Sie kennen die, die haben wir ja auch schon mal angeschaut gehabt. Das ist dann die Nierenarterie, das ist die Arteria renalis. Auch hier gibt es eine sinistre und eine dextra, also eine linke und eine rechte, aber auch hier können wir darauf verzichten, das so aufzuschreiben. Direkt unterhalb der beiden Nierenarterien sehen Sie hier zwei etwas kleinere Arterien. Das sind die Arterien, welche an die Keimdrüsen gehen, also die Testicularis bzw. die Ovarica. Gut. Okay. Dann geht es etwas weiter nach unten und dann haben Sie hier die Nummer 7, ist auch ein relativ großer Ast, das ist die Arteria mesenterica inferior und die geht jetzt so schräg nach links weg. Die Mesenterica superior und der Truncus coeliacus, die kommen so schön gerade, so schön mittig aus der Aorta raus, aber die Mesenterica inferior, die geht nach links, schräg nach links. Gut. Dann haben wir hier eine Nummer 8. Und wenn Sie da genau hinschauen, da habe ich so eine kleine Klammer angezeichnet, die fasst jetzt einfach mehrere Arterien zusammen. Und zwar sind das Arterien, die wir hier in dieser Ansicht nicht sehen. Das sind Arterien, die gehen nach hinten weg. Und zwar entlang der ganzen Länge der Aorta, auch im Bereich der Brustaorta. Hier heißen sie Lumbalarterien und die gehen
nach hinten und versorgen dort Teile des Rückenmarks, der Haut des Rückens, der Rückenmuskulatur und so weiter. Ja, die gehen nach dorsal weg. Also die Nummer 8 hier, können das hier vielleicht so aufschreiben. Also das sind die Arteriae lumbales. Da gibt es ungefähr 8 bis 10 Stück. Also die gehen nach hinten weg, nach dorsal. Gut, dann machen wir einfach der Vollständigkeit halber, machen wir noch diese 9, 10, 11 und 12 Arterien. Aber die Astfolge wäre eigentlich hier. Hier haben Sie ja die Bifurkation, die Aufteilung, die wäre hier eigentlich fertig. Also 9 ist die Arteria iliaca communis, links und rechts. 10 ist dann die externa, die geht ja dann weiter unter dem Leistenband, dem Ligamentum inguinale, das habe ich hier so grün eingezeichnet, geht sie unten durch und wird dann zum Hauptversorgungsgefäß der unteren Extremität, nämlich zur Arteria femoralis. Ja, das ist die externa. Dann haben wir die Arteria iliaca interna hier beidseits, die geht noch weiter nach hinten, so in die Tiefe des Beckens und versorgt uns dort die Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane. Und dann haben wir zuletzt, weil wir die ja im Bereich der Herniendiagnostik auch einmal kennengelernt haben, habe ich noch die hier dazu genommen. Unmittelbar bevor die Iliaca externa unter dem Leistenband hindurchtritt, gibt es ja noch einen Ast ab, das ist die Epigastrica inferior und die geht ja dann in die Rectusscheide und spielt eine Rolle in der Herniendiagnostik. Gut. Okay, also das können wir uns auch mal im Netter anschauen. Also Sie haben hier die Seite 266, wo da diese Arterien der dorsalen Bauchwand dargestellt sind. Also hier haben Sie die Aorta, wie sie durch den Aorta abdominalis, wie sie durch den Aortenschlitz im Zwerchfell beginnt und dann geht sie, wie gesagt, nach unten und hier ungefähr haben Sie ja dann den fünften Lendenwirbel, hier haben Sie den vierten, also ungefähr hier teilt sich die Aorta dann auf. Und jetzt sehen Sie eben, da haben wir die Phrenica inferior, die an die Unterseite des Zwerchfells geht und die versorgt. Dann haben wir hier den Truncus coeliacus mit seinen drei Ästen. Also nach oben geht es an die kleine Kurvatur des Magens, nach links geht es Richtung Milz und nach rechts geht es dann zur Leber, Gallenblase, Duodenum und noch Teile des Pankreas werden aus diesem Truncus coeliacus versorgt. Dann haben wir hier links und rechts die beiden paarigen Arteriae suprarenales, oder Sie sehen hier, wie sie da die Nebenniere versorgen, hier das gelbliche, bananenförmige Organ. Da gibt es dann noch Äste aus den benachbarten Gefäßen, welche diese Drüse ebenfalls versorgen. Das ist eine ganz, ganz wichtige endokrine Drüse in unserem Körper. Die produziert ganz viele Hormone, unter anderem die Stresshormone. Und das ist mit einer Erklärung, weshalb sie so gut durchblutet ist. Gut, also die kleine hier, nicht täuschen, weil sie so klein ist, ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier die viel, viel größeren Nierenarterien, also Arteria renalis sinistra und dextra. Ebenfalls sehr groß, weil die Niere ein sehr wichtiges, sehr gut durchblutetes Organ ist. Und ungefähr in dieser Gegend haben wir dann die Mesenterica superior, eben zur Versorgung vor allem des Dünndarms.
eben, die kommt so schön nach vorne weg, hier der Truncus celiacus ja auch. Und dann haben wir hier eben die Keimdrüsenarterien, hier ist ein Mann, dann wäre es hier die Arteria testicularis, aber bei der Frau sieht das ja eigentlich genau gleich aus, heißt einfach anders. Und dann geht es hier nach unten und da haben Sie jetzt diese Arteria mesenterica inferior, die gibt dann Äste an das Kolon ab, also hier ungefähr haben Sie ja dann das Kolon descendens und so weiter. Ja, die mesenterica inferior, ebenso nach links, also ebenso nach links. Und jetzt hier hinten sehen Sie da so segmental angeordnet, nach links und nach rechts, das müssen Sie sich jetzt einfach nach oben weiterdenken, haben wir diese Lumbalarterien, welche, wie gesagt, eben das Rückenmark und die Haut und die Muskulatur des Rückens versorgen. Gut, also wenn wir zu unserem Arbeitsblatt zurückgehen, es fokussiert etwas schlecht. Dann sehen wir, dass diese Astfolge der Aorta, also dass sich diese Äste eigentlich in paarige Gefäße und unpaare einteilen lassen. Also unpaar ist ja einfach so ein etwas altmodischer anatomischer Begriff und heißt einzeln. Jetzt die unpaaren Äste, mach das mal mit grün schnell, sind also hier der Truncus celiacus, die Mesenterica superior und die Mesenterica inferior. Also die sind alle unpaar. Das sind die großen Stämme zur Versorgung der Verdauungsorgane. Und die bilden untereinander Anastomosen. Ich muss da, also diese, das wird jetzt zu unübersichtlich, wenn wir das jetzt hier auf dieser Grafik einzeichnen wollen. Wir können es aber hier irgendwie symbolisieren. Also wir haben hier eine Anastomose zwischen dem Truncus celiacus und der Mesenterica superior. Und dann gibt es eine Anastomose zwischen der Mesenterica superior und inferior. Und das ist dann wichtig für die Obsttechnik. Anastomosen wissen Sie ja, da muss man genau schauen und die entsprechenden Gefäße gut abbinden, bevor man da etwas entfernt, sonst blutet es immer weiter. Also wir können hier da mal eine Anastomose symbolisieren und dann möchte ich das einfach hier unten mal aufschreiben. Also wir haben da hier die erste Anastomose, das sehen wir aber später noch etwas besser, zwischen dem Truncus celiacus und der Mesenterica inferior. Und diese Anastomose, die findet statt am Pankreaskopf. Der Pankreaskopf ist derjenige Teil des Pankreas, welches so vom Duodenum so umgeben wird, so umschlossen wird. Und diese Anastomose, die wird auch Rio Branco Anastomose genannt. Also wenn Sie jemals herausfinden sollten, weshalb das so warum das so ist, dann wäre ich dankbar um eine Rückmeldung. Ich habe das nirgends herausgefunden, warum das so heißt. Eben, und diese findet also statt zwischen dem Truncus celiacus. Und der Arteria mesenterica superior. Gut. Und dann haben wir da eine zweite Anastomose. Die findet dann im Bereich der linken Kolonflexur statt. Das ist die sogenannte Riolanche Anastomose. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört.
Und das ist da eben, wie gesagt, eine Anastomose zwischen der Mesenterica superior und inferior. Ich kürze die einfach mal AMS. Das ist die Arteria mesenterica superior und AMI ist die Arteria mesenterica inferior. Ich kürze das mal so ab. Gut, dann haben wir die venösen Abflüsse passend zu diesen Ästen. Die schauen wir uns dann auch später etwas genauer an. Aber prinzipiell gilt, alle paarigen Äste, also alle diejenigen, die jetzt nicht grün unterstrichen sind, also die Phrenica, die Suprarenalis, die Renalis, die Keimdrüsenarterien, die fließen in die Vena cava inferior ab. Ich kann da mal so einen Strich machen, dann wird es etwas übersichtlicher. Also wir haben die paarigen Äste. Die fließen in das Cava-System ab. Aber in die Vena cava inferior, und da spricht man dann vom sogenannten Cava-System. Und das ist auch das sogenannte extrahepatische System. Also das Blut der unteren, das Blut der Vena cava inferior, das strömt nicht mehr durch die Leber, sondern wie wir es eigentlich kennen, geht dann direkt in das rechte Herz. Und die venösen Abflüsse der unpaaren Äste, die werden gesammelt von der Pfortader. Also die Vena portae hepatis, und das ist dann das Porta-System. Einfach, wenn Sie diese Begriffe einmal hören. Gut. Also das wäre mal so ein Überblick über die Astfolge hier der Aorta. Jetzt werden wir uns dann schwerpunktmäßig mal mit der Versorgung der Oberbauchorgane beschäftigen und dann in einem zweiten Schwerpunkt mit der Versorgung der Mittelbauchorgane. Gut.